Ja, Reinhard Nova kennen wir als Dashik, aber wen er vor versteckter Kamera zum Dashik macht, das schauen wir uns jetzt an. Mein Name ist Paul Sramek, ich bin in Wien zu Hause. In meiner Freizeit mache ich Musik mit meinen Kollegen, wir sind zu viert. Die Gruppe heißt Nix ist Fix und wir spielen vorwiegend Austropop und eigene Nummern, die wir selber schreiben. Alles ist möglich, aber nix ist fix. Nur so viel Schatten sind, dass irgendwo das Licht sein. Ich kenne den Reinhard Nowak seit Beginn an seiner Karriere und zwar hat die Gruppe damals Schlabberee geheißen und seitdem verfolge ich ihn sehr genau und er taugt mir halt, weil er für mich sehr authentisch ist und das auch wirklich spielt, was er verkörpert. Der Reinhard gefällt mir nicht nur im Kabarett, sondern auch im Fernsehen sehr gut. Also er hat mir gut gefallen, zum Beispiel in Kaiser mit dem Blues und in die Lottosieger, weil er da ganz einfach den echten Wiener verkörpert und das steht ihm ganz einfach, das ist ihm am Leib geschneidert. Ich glaube, wenn man witzig ist und einen guten Schmäh hat, glaube ich, hat man schon leichter bei Frauen und das trifft auch bei Reinhard Nowak sicher zu. Kannst du nicht ernsthaft glauben, dass mit uns zwei irgendwas passiert? Der Reinhard Nowak ist ganz einfach mein Lieblingskabarettist. Ich kann da gar nicht sagen, warum, aber er ist ganz einfach der Reinhard Nowak. Ja. Da umarmen Sie sich noch. Gute Freunde, kann vereint, niemand trennen. Genau. Aber das war ja schon mal anders. Wie viele Groupies stehen wirklich vor deiner Garderobe, Reinhard? Du, in meiner gesamten Zeit als Kabarettist habe ich zweimal mit einem Groupie, aber nur geschmust. Und mit demselben. Also nicht so wirklich. Ich glaube, ich hätte da wirklich ein Rockstar werden müssen. Also als Kabarettist, ich weiß nicht, irgendwie. Und vor allem, ich bin ja meistens auch irgendwie also öfter nackt zu sehen und. Pass auf, da ist schon viel zu viel verraten vorher. Also da, ich verstehe. Da ist nichts mehr spannend für die Gruppe. Der Paul ist zum Treffen gekommen, hat aber eigentlich gedacht, er trifft wen anderen. Gell? Wen wolltest du eigentlich treffen? Ja, ich wollte eigentlich die Doris Golbaschin treffen. Und dann kommt der Reinhard Nowak. Der Reinhard war dann ganz verblüfft, weil er gesagt hat, er ist die zweite Wahl. Aber ich habe dann gesagt, ich triff Amelia, weil es die Doris Golbaschin. Das war der Kick. Ich glaube, der Paul findet sich einfach schnell mit Situationen zurecht. Absolut. Wie ist es zu der Verwechslung gekommen? Der Paul war ja auch nicht wahnsinnig aus dem Konzept zu bringen. Also na? Der Reinhard hat sich aufgeführt in einem Lokal, wo es mir schon ein bisschen unangenehm war. Aber weil wir hatten dieses Lokal nur teilweise gemietet und teilweise waren echte Gäste dort. Ich saß ums Eck. Ich weiß, ich war zufällig im Lokal an dem Abend und bin ums Eck gesessen und ich habe nur Krawall gehört. Hast du mich gehört auch, wie ich geschrien habe? Ich habe dich gehört, ich habe alles gehört und jetzt sehen wir es auch noch alles. Den echten, den wahren Reinhard Nowak nämlich. Bitteschön. Der Paul Frammeck kommt überpünktlich und in freudiger Erwartung zu seinem Dinner mit Doris Golbaschin. Als dann aber der Reinhard Nowak an seinen Tisch kommt, schaltet er trotzdem recht schnell und sagt nicht etwa, Frau Golbaschin, Sie schauen aber ganz anders aus als im Fernsehen. Bravo, Peter. Aber ob das der berühmte Nowak auch so locker nimmt? Aber jetzt, das heißt, ich bin jetzt der Lückenbüßer. Das weißt du nicht. Ich meine, das willst du wissen. Ich weiß das nicht, dass ich da jetzt einspringen. Nein, ich bin echt abgefressen irgendwie. Wieso? Weil ich schon damit gerechnet habe, ich habe dass ich mich mit einem richtigen Fan treffe. Ich hätte heute eigentlich frei gehabt. Ich wollte heute den freien Sonntag genießen und jetzt bin ich da, Ersatz. Ich meine, streichen das durch da. Haus weg. Mir ist das lieber sogar, dass wir uns zeigen. Dir ist lieber. Ja. Keine Ahnung. Laut, ja. Ganz laut. Nowak ist in der Haus. Nowak ist in der Haus. Nicht die Goldmaschine. Okay. Ja. Ich frage mich sowieso, wie man ein Fan von der Goldmaschine sein kann. Schon peinlich die Situation, das steht einmal fest. Aber der Paul ist ein Optimist und versucht aus diesem Missverständnis das Beste zu machen. Ja klar wäre die Goldmaschine der schönere Anblick gewesen, aber vom Nowak kann man vielleicht auf eine andere Art was profitieren. Aber warum ich mich gerne mit dir treffe? Also warum ich froh war, dass das da die Rochade und was das ist, weil ich selber ein bisschen künstlerisch tätig bin. Ich wollte fragen, ob du mir einen Tipp geben kannst, was
in welche, wo kann man jetzt da Unterricht nehmen oder Schauspiel? Also du hast noch nie der, Unterricht gehabt oder was? Na, was nein, Gesangsunterricht habe ich gehabt. Was darf zum Essen sein? Nicht. Das Beef nehme ich, das habe ich gern. Das Beef Tatar? Ja, Beef, ja. Dann nehme ich das auch. Ja. Zwei Beef Tatar. Dankeschön. Na, kannst du mir mal was vorsingen? Nur kurz, muss ja nicht so laut. Die hohe Zeit ist lang vorüber und auch die Höhe. Sag den anderen, sie sollen ruhig sein und zuhören. Okay, bitte, könnt ihr leise sein. Ist wenig über, sag mal wer, zieht noch den Hut vor dir. Außer jetzt hörst du auch zum Schäpern. Ein Künstler singt du hier. Du singt ein Künstler. Das gibt's nur in Wien sowas. Na, die Taktik ist ja nicht wirklich aufgegangen. Der Novak wirkt irgendwie noch immer ziemlich sauer. Und lieber Paul, es wird jetzt nicht besser. Denn was du auch nicht weißt, immer wenn Reinhard Novak für Doris Goldmaschin Ersatz spielen muss, lässt er aus Grant irgendwann den Rockstar raushängen. Sowas kann man ja schließlich nicht ahnen. Novak ist in der Haus, ja! Nicht schon wieder, bitte. Was heißt nicht schon wieder? Ich bringe Ihnen ein geiles Wasser. Außerdem, ich will ein Tischtuch. Ich will ein Tischtuch. Ich will da essen und nicht koksen. Ja. Das ist wirklich, bitte. Ich will da essen und nicht koksen. Du kannst so sein, wie ich bin. Das ist. Ich bin in Wirklichkeit nicht lustig. Ich möchte mal einen Macho spielen, ja, oder so irgendwas. Das ist ja roh. Das ist ja roh. Was ist das, bitte? Ist das roh? Das habt ihr keinen Strom in der Kuchel, oder was? Habt ihr keinen Strom in der Kuchel? Aber das ist ein Beef da. Hättest du lieber ein Steak gehabt? Ja, was, aber abraten, ein Fleischlaberl und wo ist die Semmel, das Ding? Aber das ist ein Hamburger. Möchtest du einen Hamburger haben? Was? Ja, ein Hamburger mit Pommes frites, aber ich meine, das ist ja bitte, da weiß ich nicht, ob da Würmer drin sein. Tut mir leid. Na, aber ich weiß nicht, was bei, steht das auf der Karte? Hamburger kommt sofort. Passt. Das weiß man das, dass es roh ist? Hast du das gewusst? Beef Tatar, ja. Das heißt, ich bin wieder ein Trottel, wenn ich nicht weiß, dass das. Na, ich schreibe das jetzt dann nicht. Achtung, roh. Achtung, roh. Ja. Rohes Fleisch. Ja. Ich hätte noch gerne eine Buchstabensuppe. Ja, eine Buchstabensuppe, bitte. Wie immer, Buchstabensuppe. Na, wie immer, weißt du ja. Ja, ja. Wie. Er ist aber is. Oh, genau. Und einmal die Buchstabensuppe. Das ja. Und wer soll die lesen können? Bitte, was sind das für kleine, geschissene Buchstaben? Nimm die Buchstaben auf die Zunge und zeig's ihm. Sag, was steht da jetzt? Was steht da? Lies einmal. Ja. Entschuldige. Jetzt spuckst du das aus und haust das Glas am Boden. Wenn es dem Paul peinlich ist, wie sich der Novak hier benimmt, dann kann er das jetzt sehr gut verbergen. Wir müssen ihm fast unterstellen, dass er es genießt, sich ein wenig mit dem Kabarettstar aufzuführen. Und ob das lang gut geht? Du schreist Novak, ist in der Haus. Ja. Und ich schrei ich nur, ich bin auch da. Ja, okay. Okay, das machen wir. Pass auf. Okay. Novak ist in der Haus! Und ich bin auch da! Du, ich muss mal was heißen kurz, okay? Gut. Können Sie das aufwischen da bitte? Sie müssen sich ein bisschen zusammenreißen, gell? Was? Weil die anderen Leute beschweren sich. Ja, also, das ist Novak, nicht mir. Ja, es ist mir egal, sie sitzen hier. Ja, also bitte randalieren Sie nicht. Ja. Ja. Okay, das war wohl zu viel. Weil der Paul hat sich eh schon gewundert, dass so gar niemand was sagt. Na, wenn der Novak jetzt zurückkommt, dann wird ihm ein bisschen ins Gewissen reden. Sie haben ja einen sehr guten Draht zueinander. Das wird schon klappen. Nein, Paul wird es nicht. Denn der Superstar Novak kommt jetzt erst so richtig in Fahrt. Wo ist mein Fleisch? Ich will mein Fleisch jetzt endlich! Reinhard will Fleisch! Reinhard will sein Fleisch! Okay, jetzt den Zirkus durch.
das mit Tischdirkel wegzahlen. Kennst du das? Das alles, pass auf. Ich kann das, pass auf, ich kann das. Warte, warte, du musst ganz schnell. Warte, warte. Das ist Umfeld, bitte schau. Ja, das ist super, oder? Wo bleibt der Applaus? Ich bin ein Künstler, ja, ich brauche den Applaus. Entschuldigung. Ja. Herr Novak, darf ich Sie bitte rausbitten? Was? Dass Sie nicht hier randalieren. Bitte, gehen wir kurz. Ja. Naja, weiß ich nicht. So, und Sie zahlen das jetzt? Pass auf, das eine habe ich vergessen, dir zu sagen. Pass auf, das eine habe ich vergessen, dir zu sagen. Du bist Opfer einer versteckten Kamera. Du bist Opfer einer versteckten Kamera. Willkommen bei Hass der Nerven. Das ist Wunsch, oder was? Das haben wir jetzt nicht mitbekommen. Hast du noch bezahlt? Nein, habe ich nicht. Hast du nicht. Wobei, für den Spaß hättest du es vielleicht gemacht. Ich habe den Eindruck gehabt, dass du wirklich Spaß hattest den ganzen Abend über. Ja, ich habe mir gedacht, was wird das für Abend werden, Abendessen mit dem Reinhard. Da haben wir gedacht, ich werde ihm was fragen, er wird mich was fragen, aber so hat man mehr gedacht, dass wir sie beide aufgeführt haben. Das Bier hat schon was ausgemacht. Ich habe die nachher kurz gesehen, du warst bleich. Naja, nein, nicht so schlimm. Nein, mir hat es eigentlich total Spaß gemacht. Und das Lustige war ja, dass das, was mir der Werner gesagt hat, dass ich das oft in derselben Sekunde eh schon gemacht habe. Also es war, wir haben uns sehr gut ergänzt und die habe ich mir jetzt nicht wirklich. Weil ich mir ja eigentlich aufgeführt wie ein Idiot und immer die ganze Zeit gedacht, bitte, was denkt sie da jetzt dabei? Denkt sie, der Schauspieler sind immer so Vollkoffer? Oder weil es eigentlich relativ normal sitzen blieb und hat bei allem mitgemacht und ich habe ihm so die Buchstaben auf sein Beef der Tag gespuckt. Und, ja, weil, ich habe eigentlich wirklich nichts dabei gedacht. Ich habe mir nur gedacht, das wird lustig heute und. Das war's. Also du hast echt gedacht, er ist so normalerweise? Na ja, ich hab mir schon gedacht. Ist das ein Kompliment, oder? Der führt sich schon ein bisschen auf. Naja, normal führe ich mich ja nicht so auf, aber es ist ein Kompliment. Naja. Achso, waren wir schon mal? Dancing Stars, es war schlimm. Schlimm, ich bin jetzt noch in Therapie. Ja, das Einzige, ja, was bei mir so aufgeführt habe. Das Einzige, ich was bei mir war, wenn der Reinhard nicht dabei war, ich bin ich früh rausgeflogen. Also ja, ich sehe schon, wir haben einen neuen Lockvogel bald. Auf jeden Fall hat es Spaß gemacht, uns zumindest. Ich bin einmal ausgestiegen, wie mir der Werner gesagt hat, ich soll jetzt eine Buchstabensuppe bestellen. Das ist so ein blödes Wort. Wer bestellt in einem Lokal eine Buchstabensuppe? Und das war einfach, da habe ich echt lachen müssen. Aber es ist nicht aufgefallen, ich habe es nicht mit meinen Adobils von Linkslacher kaschiert, den ich immer wieder eingebaut habe. Nein, mir hat es großen Spaß gemacht. Beim Tischtuch-Trick hast du sehr konzentriert ausgeschaut. Du wolltest, dass es wirklich klappt, gell? Ja, nein, ich wollte einfach authentisch rüberkommen als Sauberkünstler. Das ist ihm gelungen, oder? Also, ja. Der Houdini. Dann, insofern ist es ja auch ein Kompliment von Paul, dass der sich gedacht hat, ich bin so, also das heißt, ich hab's gut gespielt. Für einen Schauspieler. Ich war glaubhaft, ja. Super glaubhafter Kompliment. Vollidiot.